Es ist schon eine beliebte Tradition und ein Besuchermagnet sondergleichen in der Region. Das Sommerfest der Ruppiner Kliniken. Hallo. Seit 2003 wird dieses große Familienfest gefeiert, bei dem das Haus seine Türen ganz weit öffnet und seinen Besuchern die Chance gibt, einmal ganz ungezwungen hinter die Kulissen zu schauen, zu fragen, zu tasten oder auch zu testen. Ganz besonders beliebt sind die Führungen durch die einzelnen Häuser. Hier zum Beispiel nimmt Dr. André Buchali eine Traube interessierter Menschen mit in die Strahlenklinik und zeigt ihnen das Heiligtum, einen der zwei Linearbeschleuniger. Gefällt's Ihnen? Sehr gut, sehr gut. Ja. Sie haben uns ja schon begleitet in die Strahlenklinik und so weiter, waren wir ja alles gewesen, war sehr interessant, sehr interessant. Was anderes anschauen, nicht noch. Jetzt waren wir auch zur Leber, war auch sehr interessant, wurde uns auch alles schön erklärt, richtig, wie immer, sehr gut. Ja, und wann sieht man schon einmal eine übergroße Leber im Modell? Leber haben ja verschiedene Funktionen. Also, ich meine, wenn Sie mal lesen wollen, da steht das eben drin, das wasserlösliche Wachstumsföderation. Das ist ein Fremdwort. Ich meine, im dritten Studium lernt man das schon gleich mit. Oder geht durch einen Darm. Hier ist das für Besucher möglich. Wir waren schon bei der Hüpfeburg. Jetzt wurde gerade geschminkt und wir sind hier einmal rumgelaufen, haben uns eine Bratwurst geholt. Wollt ihr noch was Spezielles angucken? Gibt ja noch einige Rundgänge. Na, so Kremserfahrt haben wir auch schon mitgemacht, soweit es ging. Und ich glaube, nachher kommt noch der Hubschrauber und dann will von uns noch jemand mit dem Hubschrauber eine Runde fliegen. Dann wollen wir noch zugucken. Ja, und vom Hubschrauberlandeplatz ist es dann gar nicht weit bis zur Pathologie. Diese ist ganz frisch renoviert und öffnete das erste Mal in der Sommerfest-Tradition die Türen. Dr. Frank Lipek war sichtlich begeistert, dass so viele Interessierte gekommen sind. Ganz kurze Frage, wie gefällt es Ihnen? Ja, super, danke. Sind Sie das erste Mal hier? Ja, leider. Leider? Naja, weil meine Jungs, mein Mann und mein Sohn schon ganz viel erzählt haben, wie toll das immer hier ist und ich konnte nie mit, ich war immer arbeiten. Und dieses Jahr hat es geklappt? Dieses Jahr hat es geklappt. Was hat Ihnen bisher am besten gefallen? Ja, einfach mal durchchecken lassen, ne? Ohne lange zu sitzen beim Arzt. Hm? Alles okay? Alles okay, bis jetzt. Ja, kann weitergehen. Ist sehr schön, macht doch Spaß, wird viel angeboten. Für die Leute ist immer was da. Was haben Sie schon alles gemacht? Ich habe mit den Ärzten gesprochen, mich unterhalten. Haben Sie doch vorher irgendeine Führungssicherheit? Ja, ich möchte ins Haupthaus und dann möchte ich zur Blutspende noch gehen hinter. Doch nicht nur das Blutspenden war möglich. Wer wollte, konnte auch probieren, selbst Blut abzunehmen. Natürlich im Modell. Probier einfach mal, wo du es gut merkst. Ja, die kannst du auch mal probieren. Und jetzt so rein. Ja, stopp. Jetzt nimmst du eine Hand hier hin und mit der anderen schraubst du jetzt vorsichtig hinten ab. Das höre ich wieder. Ein rundum gelungenes Fest, bei dem auch künstlerisch keine Wünsche offen geblieben sind. Die Cosmic Artists aus Berlin zeigten athletische Höchstleistungen und begeisterten die Zuschauer vollends. Na dann, tschüss, bis zum nächsten Jahr.